Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Heute sind wir mal schön Django-mäßig unterwegs, Alter. Komplett mit Pistole. Also legen wir los. Ich habe mir erstmal schön meine drei Pistolen ausgesucht. Und zwar habe ich dabei, fangen wir mal klein an, die Kaliber 22, schön für Hasen und so. Dann haben wir hier die Focoso 357, das ist dann empfohlene Klasse 2 bis 6. Und dann geht es in die Wildcat Magnum, Kaliber 44, die jetzt zuletzt reinkam. Da hatten wir ja im Livestream zuletzt schon so ein bisschen Theater mit, weil die nicht genug Wumms hat mit dieser Munition, mit der großen Aufpilzung. Und die bessere Munition, gucken wir mal kurz rein. Da ist sie, kompatible Gegenstände. Hier, die Munition, die hätte ich gerne. Deswegen heute mal schön ein paar Points machen, Skillpunkte machen mit, ja, mit den Pistolen. Und dann haben wir auch hier richtig Durchschlagskraft für Elche und Ähnliches. Also, legen wir los. Ich hatte hier gerade schon irgendwo so ein Weißwedel gehört. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, erstmal schön Deo drauf, Alden. Und dann gehen wir mal so langsam in die Richtung hier. Waren da nicht Schritte? Wir haben hier sogar Spuren. Wir haben hier sogar Spuren. Frisch. Siehst du, habe ich doch richtig gehört. Gerade noch im Zelt. Hab mir gedacht, hör mal, da ist doch was. Also, direkt mal auf die Pirsch gehen und suchen. Wir haben hier vorne Schwarzwedel-Hirschspuren gefunden. Guck mal da. Und hier war auch gerade schon so ein Brunftschrei. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das Weibchen gelockt? Wir sind hier ziemlich hart gegen den Wind und müssen aufgrund der geringen Reichweite mit den Pistolen natürlich auch ziemlich nah dran. Mal so ein bisschen hier reinprötzen in den verstopften Staubsauger. So. Mal schauen, ob wir da was gelockt bekommen. Und ich glaube, da vorne kommt schon etwas. Ja. Wir sind hier sehr gut getarnt. Der Wind steht auch noch ganz okay. Und man sieht es, glaube ich, schon im Gebüsch stehen. 50 Meter Entfernung. Ich warte nochmal. Also locke noch einmal. Da kommt es aber, glaube ich, auch schon. So. Läuft sehr gut. Also, wir haben hier Kategorie 4. Das heißt, wir gehen hier aber auch einfach mal mit dem großen Ballermann drauf. Sollen wir nochmal locken? Komm. Wir sind sehr gut getarnt. Wir haben Mief-Reduktion drauf. Und der Wind steht auch noch gut. Also kommt gerade von links. Das heißt, wir können da jetzt einmal gezielt drauf gehen. Jetzt aber los, Alter. Jetzt guck dir das an. Oh, da sind sogar noch drei weitere. Vielleicht kriegen wir da sogar noch ein bisschen was gelockt. Nein, 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 falsche, hier. Die stehen natürlich jetzt übelst genau in dem Wind. Ne? Da haben wir natürlich jetzt nicht wirklich eine Chance. Also die sind quasi genau in den Wind rein. Ja, was hatten wir jetzt hier? Wir haben auf nächster Nähe, ich bin gerade gleich echt gespannt, vielleicht habe ich wieder einen Knochen getroffen, dass ich nicht weiter reingegangen bin. Aber jetzt überlege ich mal, ja, mit dem Ballermann hier, mit der Wildcat Kaliber 44, mit dieser dicken, fetten Aufpilzung. Ja, wir machen da natürlich große Löcher damit rein. Uff. Aber, na, vielleicht kriegen wir doch noch einen. Aber, wir kommen einfach nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch. Und das macht das Ding mit der Munition echt nicht so sexy, ey. So. Gucken wir mal, ob wir noch das Männchen gelockt bekommen. So, und jetzt gucken wir mal eben. Nee, noch nicht mal den Knochen getroffen. Gerade eben so ein wenig hier in die Lunge rein.
mehr nicht. Also heftig, zwar okay, weil relativ schnell gelegt, aber aus so einer kurzen Entfernung kommst du da einfach nicht rein. Schwierig, ey. Schwierig. Ich bleib trotzdem nochmal auf der Wildcat. Oder sollen wir mal... Sollen wir einfach mal vor Spaß, wenn wir denn die Chance haben... Ich gehe mal weiter nach da vorne. Vielleicht kommen wir dann in einen besseren Winkel mit weniger Mief. Hoffen wir mal darauf, dass der Wind uns heute gnädig ist. Ein männliches nochmal zu kriegen wäre natürlich nicht schlecht, ne? Die Frage ist, worum laufen die? Wenn die hier rumgehen, alles schön. Wenn die genau in den Wind reinrennen, sind die wahrscheinlich schon abgehauen. Ich schleiche erstmal weiter hier. Ja, wie gesagt, also ich werde jetzt gleich mal mit dem anderen Ballermann 357, Kaliber 357 probieren. Deutlich dünner und deutlich mehr Durchschlagskraft. Können wir gerade mal eben reinschauen. Oh, ein Bär. Genau, Durchschlagskraft 50, aber nur eine 4er Aufpilzung. Ne? Das krasse Gegenteil. Also ein ganz dünner Kanal sozusagen. Also ganz dünner Schusskanal. Und dafür aber weiter rein. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich damit dann nicht irgendwas Lebenswichtiges treffe, ist schlecht. Das ist dann natürlich schlecht. Im Idealfall triffst du damit auch direkt das Herz. Das wäre natürlich top. So, jetzt gucken wir mal. Ich call hier nochmal ein bisschen rum. Gucken wir mal, ob wir hier einen Bären finden. Oder doch noch die Schwarzwedel? Der Wind hat gerade gedreht und ich bin einige Meter weiter nach vorne gegangen. Hier in dieses kleine Waldgebiet rein. Und da gab es dann auch gerade schon wieder den nächsten Brunftschrei. Also gar nicht so weit entfernt. Das heißt, ich gehe mal noch etwas weiter vor jetzt hier. Gehe nochmal richtig schön rein in den Wald. Und... Tja, da sollte im Idealfall dann nochmal ein Schwarzwedel sein. Das Männchen hat nicht nochmal geantwortet. Ich glaube, das war wirklich hier im Süden eher. Ja, da haben wir doch den Brunftschrei. Und wir antworten einfach mal ein bisschen. So, jetzt aber auch dann direkt zum nächstbesten Baum gehen. Direkt in Deckung. Schon ein wenig getarnt. Na, gucken wir mal. Na, guck mal da. Gerade noch ein bisschen gecallt. Und da ist es auch schon. Auf 46 Meter. Ja, dann versuchen wir es jetzt mal. Mit dem anderen Ballermann. Das sollte doch gut funktionieren. War zumindest ein Lungentreffer, nicht direkt das Herz. Gucken wir nochmal eben hier nach dem Anschuss. Sah aber, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, großflächig aus. Wie gesagt, also hier jetzt ein ganz anderer Schusskanal, ne? Ja, da ist es. Da ist der Anschuss. Und dann müssen wir jetzt natürlich der Spur nochmal folgen. Eine von diesen vielen, das ist also hier schon mehrfach rumgerannt. Das heißt, die ganzen Spuren leuchten hier überall auf. Hier. Blutung sollte natürlich nicht ganz so groß sein. Sehr gering. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Liegt's da hinten schon? Ich meine, das hier ist die Spur, ja. Genau. Das ist eben der Nachteil.
Tja, der geringen Aufpilzung, ne? Ei, 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 ei. Und da sind wir schon wieder an der Base hier beide. So. Na, so langsam ist aber genug hier. Okay. Direkt hinterm Lokus hat es sich lang gemacht. Ei, 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 ei. Tja, was für ein Geraffel. Oh, knapp am Herz vorbei. Knapp am Herz vorbei. Ah, schon am Herz vorbei. So ganz knapp ist es nicht. Am Herz vorbei, aber in die Lunge. Tja, mitgenommen. Vernünftige Wertung. Gucken wir mal. 600 noch was an Points. 70 EP. Und wir gehen natürlich... Ah, da sind sie. Die 25 Points. Pistolen-Points. Die sind halt wichtig. Wir brauchen mehr Pistolen-Points. Oh, auch noch ein Warnruf. Jetzt haben wir hier Kojote und Schwarzwedel männlich. Nein. Okay, ich call beides und gehe hier vorne ins Grün. Ich glaube, für die Großen, für die Schwarzwedel, für die Weißwedel werde ich doch die Wildcat nehmen. Auch wenn da so wenig Durchschlag ist, dann muss ich eben versuchen, Breitseite in die Lunge reinzukommen. Hilft alles nichts. Alter. Kojote ganz nah. Leider Kategorie 2. Und ich habe keine Waffe dabei für Kategorie 2. Das heißt, ich würde den jetzt mitnehmen. Aber der bekommt keine richtig gute Wertung. Also das wird jetzt einfach nur einer, den ich mitnehme, um die Skills irgendwie hoch zu pushen. Da sitzt er einfach. 50 Meter. Noch einer? Nein, Weißwedel. Mehrere. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Theoretisch müsste ich hier komplett eskalieren. Und alles Django-mäßig mitnehmen, Alden. Einfach nur wegen der Skillpoints, damit ich da die besseren Munis endlich kriege. Alter, So, wo ist er, der Fuchs? Oh, hier ist auch noch Hasenregion, oder? Ne, das ist Weißwedel. Ah, Schwarzwedel-Ruheregion. Wo ist der Fuchs? Wo ist der Fuchs? Wir müssen noch mal eben kurz der Spur folgen. Ich hoffe, ich habe den getroffen. Ja, das wäre ja unangenehm jetzt. So, gerade eben. Da ist die Spur. Da ist er hin. Wo ist die erste Blutung, beziehungsweise der zweite Blutungsfleck? Ich glaube, da vorne liegt er schon, ne? Naja. Mit dem größeren Kaliber. Guck mal. Doch noch eine Silberwertung? Nein. Warte mal, hat das gezählt? Ach. Klasse 2? Geeignete Munition für dieses Tier? Jetzt bin ich aber gerade überrascht. Oder war die 2-Biss? Stimmt, die war 2-Biss.
Haben wir alles richtig gemacht. Perfekt. Das ist natürlich richtig geil. Schön mit dem Ballermann und dann den lieben, armen Fuchs weitgerecht geschossen. Top mitgenommen. Kojoten, nicht Fuchs. Kojoten, Alter, du bist mir auch so ein Fuchs. Halali. 48 Points auf dem Ballermann. Sehr schön. Also, wir gucken gerade nochmal eben rein. Es ist tatsächlich 2 bis 6, also perfekt. Kann man also hier sehr schön nehmen. So, jetzt gucken wir gerade nochmal eben nach den anderen Spuren. Denn da war ja noch hier hinten in dem Bereich. Genau. Habe ich doch richtig gesehen, ne? Alter. Ob wir den noch kriegen? Das wäre mega geil, Alter. Hilfe, Hilfe! Ich liege hier und bin schwer verletzt, Algen. Hoffentlich kommt jetzt kein Bär. So, ich mach mal ein bisschen Platz hier. Ich muss mal ein bisschen was plattwalzen. So, ist das überhaupt die richtige Tröte? Ja, doch, ist es. Und jetzt hoffe ich, dass ich da ein bisschen was sehe von ihm. Da rechts, kann das sein? Ja, ich glaube da rechts. Ja, da steht er. Das sind sogar zwei Algen. Das sind zwei. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 4 denkt sich schon, oh geil, das snack ich mir doch weg. Ja, ja. Komm mal ran hier. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir sind hier bei 50 Meter schon. Könnten da theoretisch schon rangehen, ne? Das heißt, wir nehmen hier natürlich die Wildcat. Ich denke, der wird jetzt nochmal ankommen. Okay, jetzt. Da muss ich nochmal drauf. Nicht getroffen. Also einen getroffen, aber nicht genug getroffen. Und eigentlich war es auch nicht ganz so sinnig. Naja gut, ich hatte die Chance, das Herz zu treffen. Aber so ganz sinnig war es, glaube ich, nicht. Das machen wir nächstes Mal besser. Denn jetzt von frontal hätte man zwar auf Schulterhöhe die Chance, das Herz zu treffen. Aber die Lungen zu treffen, die Chance ist halt ein bisschen geringer. Alter, was ist denn hier los heute, ey? Ich bin ja hier komplett schon fast im Stress. Na, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Schauen wir mal eben. Stehend den Teddybär. Alter, was für ein Gigant. Auch nicht schlecht. Kann man auch gerne machen mit dem Ballermann, Alten. Das ist gar nicht so verkehrt. Bäm, Alten. So, auf den. 53 Meter und getroffen. Ja, die Lunge. Die Lunge. Aber hier sieht man es auch ganz schön, ne? Auf Schulterhöhe. Auf Schulterhöhe. Bisschen zu weit rechts. Bisschen weiter links wäre das Herz gewesen. Schulterhöhe, schön mittig. Und dann sitzt das Ganze auch. Perfekt. Schön. Sehr schön. Da wäre noch ein Elch. Da wäre noch ein Elch. Ob wir den Elch noch mitnehmen? Weißwedel wäre auch noch in der Richtung. Also das Angeschossene von vorhin, was so quer über den Acker war. Aber ob wir den noch kriegen, da müssen wir nah dran. Und dann hier hinten in die Lunge rein, dass wir überhaupt eine Chance haben. Ich probiere es mal.
Tja, da dreht der Wind mal wieder. Das war natürlich jetzt nicht so praktisch. Genau an den Elch vorbei. Zack, jetzt in die Richtung. Dankeschön, Wind. Der Elch ist weg. Aber was wir da hinten noch sehen, ist das Weißwedel, Schwarzwedel von gerade eben. Ei. Das ist aber auch manchmal mit dem Wind so ein Dingen. Am besten immer ganz weit weg vom Wind laufen, da hat man da weniger Sorgen mit. Abgefahren. So, das sammeln wir jetzt auch noch ein. Ja, das waren einige Points. Und ich glaube, ich werde mich jetzt gleich nochmal auf die Suche machen nach ein paar Hasen. Da geht das bestimmt auch nochmal richtig gut weiter. Dass man schön noch ein paar Hasen einsammeln kann, um dann mit dem Kaliber 1, also mit dem Kaliber 22 auf Slot 1 hier, den kleinen Ballermann, der Luftpistole, papapam, auf kleine Hasen zu gehen. Das skillt bestimmt auch nochmal übelst weiter. So, ei. Ja. Der war im Vorbeirennen. Der zählt nicht. Den machen wir nächstes Mal besser. So, das war mal wieder eine schöne Folge hier auf Layton Lake. Ich werde hier auch noch ein bisschen länger rumrennen. Und ja, mal so schön Stück für Stück ein bisschen weiter die Waffen skillen. Bis zum nächsten Mal. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Und wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.